Einen wunderschönen guten Abend. Es ist Zeit, einen Brief zu schreiben an Esther. Wo fangen wir da eigentlich am besten an? Ja, Esther schreiben. Schon mal ein guter Anfang. Werte Esther, ich hoffe, es geht dir gut. Der Herbst hat uns hier in Tassing nun auch erreicht. Ich finde, so, das ist halt so ein bisschen so Smalltalk. Und es ist auch schön, der Herbst, ne? Also, das ist immer wieder eigentlich auch ein Wort wert, so die Natur zu schätzen, das, was man vor einem hat, finde ich gut. Ich hoffe, dir und deiner Familie geht es gut. Papa lässt wie immer Grüße an deine Eltern ausrichten. Das ist so eher was, was ich ans Ende setzen würde. Vielleicht fangen wir tatsächlich mit dem Herbst an. Ich habe die letzten Tage zusammen mit Schwester Gertrude Galläpfel gesammelt. Oh, wir lernen noch ein bisschen was. Ein parasitäres Wachstum auf Eichen, verursacht durch Wespen, die ihre Eier unter der Baumrinde legen. Galläpfel wurden traditionell geerntet und zur Eisentinte destilliert, die für Manuskripte verwendet wurde. Wow. Das muss ich wahrscheinlich mal googeln. Könnte man gut in Dungeons and Dragons einbauen, ne? Ich meine, oftmals gehen die Leute in die Städte und kaufen da Tinte und Feder ein. Da kann man auch mit gute Scherze machen. Aber was ist, wenn sie in irgendwie unterwegs sind, nach sowas suchen, ne? Sollte ich mir auf jeden Fall merken. Gerade wenn es Herbst ist. Wobei meine Kampagnen spielen meist im Sommer oder im Winter. Ah, wobei, wir haben auch einen kleinen Herbstteil letztens gehabt. Ich nehme an, dazu dürftest du in Prag kaum Gelegenheit haben. Gucken, was hier zu Prag steht. Eine Kaiserstadt des Heiligen Römischen Reiches. Ah, guck mal, es ist noch im Heiligen Römischen Reich. Durch die dortige Münzanstalt, ein Zentrum für deutsche und italienische Bankiers und Kaufleute. Ihre Universität wurde zu einem Treffpunkt für viele Denker der Reformation. Ja, in welchem Jahr war Kafka so unterwegs? Weiß das einer? Ich weiß es gerade nicht. Kann man ganz leicht googeln. Schwester Gertrude hat mir beigebracht, wie man daraus eine geschmeidige Tinte macht. Ja, komm, das erfährt man jetzt auch ohne quasi das zu machen. Es ist eine schwierige Aufgabe, aber du wirst nirgendwo in Bayern bessere Tinte finden. Ich schicke ein Fläschchen mit diesem Brief mit. Oh, habe ich schon erwähnt, Papa hat eine neue Aufgabe begonnen. Er malt ein Wandbild über die Geschichte von Tassing in unserem neuen Rathaus, um an die Revolte zu erinnern. Das Ganze lässt mich über meine eigene Familiengeschichte nachdenken. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Ich glaube nicht, dass ich für immer in Tassing bleiben möchte. Es ist ein schöner Ort, um dort auszuwachsen, aber ich bin jetzt 20. Die Druckerei ist seit Jahren Familienbesitz. Ich freue mich darauf, sie zu übernehmen. Ich finde die Antwort eigentlich schöner, weil, ich weiß nicht, also, wir hatten ja auch vorhin so die Idee, so von wegen, vielleicht können wir noch eine Erfindung erfinden, um den Druckereibetrieb nochmal zu revolutionieren. Lass uns doch da einfach beibleiben, würde ich sagen. Natürlich wird Papa sie so lange betreiben, bis er die Hebel nicht mehr ziehen kann. Aber früher oder später werde ich übernehmen. Wenn ich das Geschäft erbe, muss ich auch nicht heiraten. Ah, weiß ich nicht. Also, ja, ist vielleicht so, aber die Antwort finde ich gut. Natürlich wird die Druckerei profitabler sein als alles, was ein Ehemann tut. Finde ich gut. Finde ich gut. Vor allem, wenn ich Ötze heiraten muss. Selbst wenn ich Ötze heirate. Gehen wir mal mit der Antwort. Er umwirbt mich schon seit einiger Zeit. Die ganze Stadt weiß, dass wir gut zusammenpassen. Und ja, bevor durch die Spitze von deinem Federkiel abbricht, ich werde dich in Prag besuchen. Versprochen. Ich werde versuchen, noch vor Wintereinbruch zu kommen. Hier war in letzter Zeit viel zu tun. Papa ist mit dem Rathauswandbild beschäftigt, also habe ich die Werkstatt übernommen. Es wird bestimmt ein großartiger Anblick, wenn es fertig ist. Boah, ich bin auch mega gespannt, was er da zaubert. Ich hoffe, dass wir alle unsere Charaktere sehen, die wir in der Geschichte bisher getroffen haben, ne? Das wäre richtig cool. Und das, ich könnte mir sogar vorstellen, dass das vielleicht so eins der letzten Sachen sein wird, die wir hier im Game sehen werden. Das wird echt spannend. Schreibt mir bald zurück. Alles Liebe, Magda. Oh, jetzt haben wir doch nicht erwähnt, dass wir alle grüßen sollen. Ich hätte es nochmal am Ende mit dazu geschrieben, aber gut. Ich meine, das mit den Grüßen kann man sich auch oft denken, ne? Boah, und ich finde die neue Uhr echt ziemlich revolutionär.
Wir gehen auf die 8. Stunde. Treffen im Rathaus. Wir können jetzt ins Bett gehen. Oh nein, Leute. Ich dachte, wir wären schon in den Abendstunden gewesen. Rein theoretisch könnten wir jetzt nochmal eine Runde drehen, um alles abzuchecken. Ich finde, gerade eben hat sich ein bisschen was gelohnt, die Runde zu drehen. Wir haben herausgefunden, dass wir Baum stemmen können. Ich muss sagen, wir haben ja bei meinen Eltern so ein Ocker, es sind auch alle Häuser geschlossen, dass wir kommen ein bisschen schneller durch. Bei meinen Eltern Holz und das wird dann auch gerne gehackt, ne? Da. Oh, Isenkopf hat noch offen. Interesting. Da dann das Holz hochzuheben oder zu hacken, das war schon eigentlich immer ganz lustig. Oh, interessanterweise ist er noch wach. Aber unser Meister schläft schon. Interesting. Und ich muss sagen, also er hat die Idee mit dem Bierfässer abbrauen auf jeden Fall sehr ernst genommen. Ne? Also wie viele Fässer da sind. Ne? Ich glaube nicht, dass er in allen nur Tinte haben wird. Der Mann brennt auf jeden Fall für das Zimtbier. Ich habe auch so ein Bier bei mir. Ich habe ein bisschen Respekt davon, das zu trinken. Da ist so ein Glühweinbier. Das soll man kalt und warm trinken. Und ich denke mir halt immer wieder, ne, so, ey, warum machst du das? Warum machst du das? Ich habe hab irgendwie das Gefühl, dass ich das bereuen werde. Aber, ja. Es steht auf jeden Fall irgendwann an. Gucken, ob wir noch irgendwas schaffen. Aber es sieht so aus, als würde die Nacht relativ ruhig sein. Waren schon eigentlich immer drei Schweine hier. Darauf sollte ich mal achten, wenn ich mal einen in der alten Folgen reingucke. Schade, dass der Weg nach unten nie frei ist. Ne? Brennt hier Licht? Ich habe natürlich kein Licht. Ja, ne? Eine Schande, dass man so verfallen ist. Ne? Finde ich auch bei heutigen Sachen so. Es wird so viel guter Lebensraum nicht genutzt. Die Schweine sind sehr tapfer. Bei Tag und Nacht halt harren sie aus. Das Gasthaus müsste ja aber eigentlich noch um die Uhrzeit offen haben. Ne? Na, mal gucken, ob wir hier was sehen. Sehen wir... Ich würde mich auch noch mal gerne mit der Frau hier unterhalten, die hier drin ist. Wer, Amalia oder so hieß sie? Oh, Thomas. Ja, ja. Dich kriegen wir noch dran. Dich kriegen wir noch ran. Weißt du noch nicht so ganz genau wie? Vielleicht, wenn wir mit dem Steinmetz ein bisschen quatschen? Oh, Andreas, du musst aber auch langsam mal schlafen gehen. Und natürlich, was gibt's Besseres, als uns um die Tiere zu kümmern? Schön. Da vermisse ich immer so ein bisschen den Hund meiner Eltern, wenn der so was länger nicht sieht. Wir sind aber auch gleich schon durch. Wir sind jetzt gleich nur noch einmal kurz durch die Abtei durch, aber ich denke mal, die wird auch zu sein. Interessanter war... Ach, und durch den Wald noch, ne? Na gut, ein bisschen laufen wir noch, aber den Wald können wir auf dem Rückweg mitnehmen. Und dann sind wir auch schon an der Stelle durch und starten den nächsten neuen Tag. Die Sterne funkeln sehr schön im Hintergrund. Aus irgendeinem Grund muss ich daran denken, ne, dass ich könnte mir gut vorstellen, bis heute, am Tag, als ich das aufnehme, eventuell den Winter Sale bekommen. Auf Steam. Ich weiß zwar nicht, was das mit Sternen zu tun hat, aber irgendwie muss ich daran gerade denken. Und ja, ich habe noch Teil von RimWorld auf meiner Wunschliste. Ich weiß nicht, ob wir das irgendwann im Stream spielen. Aber auf jeden Fall ein Game, was mich interessiert. Die Musik ist ziemlich bedrückend, finde ich. So, können wir jetzt den Sohn von Mausefinger streichen? Nee. Aber Mausefinger ist auch ein guter Boy.
Und was ich auch richtig geil finde, vielleicht mache ich das im nächsten Jahr, so ein paar Kräuter auf dem Balkon anbauen, ne? Das ist echt cool. Da müsste man sich zwar ein bisschen um die kümmern, aber das scheint mir gar nicht so ein großes Problem zu sein. Aber das wäre cool so. Das wird den Balkon verschönern. Man kriegt vielleicht ein paar coole Sachen für die Küche. Ich würde es ja total gerne. Das wär schon eine ziemlich coole Sache. Ich glaube auf jeden Fall so allgemein so. Pflanzen sind auch nicht so ganz meine Stärke hier in der Wohnung. Könnte man noch ausbauen. Gut, es ist gerade Winter, ne? Aber bisschen was geht so. Das ist auch immer interessant, ne? Dass sie einfach hier den Korb so liegen lassen. So, wir sind gleich durch. Zwei Screens noch. Ich finde, man sieht heutzutage echt selten Glühwürmchen. Sind aber echt süß. So, ich denke mal. Aber, der Minenschacht, ne? Wir können doch immer zu denen reingucken. Ich meine, ne? Wir waren in der uralten Ruine. Und rein theoretisch, ne? Also wenn man sich das so vorstellt, ne? Wir sind ja quasi hier rechts weitergelaufen. Und im Endeffekt geht es ja auch hier mal weiter rechts lang, ne? Vielleicht ist die Salzmine und die römischen Ruinen miteinander verbunden, ne? Das wäre gar nicht so unlogisch. Wir haben gesehen, dass in den alten Ruinen viele Geheimgänge sind, die auch in die Kirche reinführen. Und vielleicht ist das auch so unsere Möglichkeit, um dort reinzugehen. Ja, ich glaube, wir haben jetzt nichts Neues rausgefunden. Wir waren, glaube ich, an allen Seiten. Lasst uns mal ins Bettchen gehen. Ich hoffe, die gute Magdalena ist ein bisschen weniger lange am Schlafen als der gute Andreas. Sie hat auf jeden Fall ein sehr schönes Bett, muss ich sagen. So sieht üppig aus. Relativ platzreich. Oh, und es ist Herbst, sie deckt sich nicht zu. Nicht schlecht. Oh. Oh nein. Nein, sag nicht, dass Klaus jetzt schon stirbt. Nein. Nein, 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 nein. Papa? Papa! Magdalene! Papa! Halte durch, ich komme! Scheiße, und er wurde gewarnt. Wir haben ihm gesagt, wir machen uns Sorgen um ihn. Wir haben ihm gesagt, wir machen uns Sorgen um ihn. Und er hat gesagt, und es wurde ihm gesagt, er soll damit aufhören. Wir haben ihn ermutigt. Mach weiter. Das, was du tust, ist richtig. Boah, ich dachte mir schon letzte Folge, dass er sterben wird, aber dass es so schnell geht. Scheiße. Ein weiterer guter Mann gestorben. Magdalene! Was ist passiert? Geht es dir gut? Du blutest. Jemand kam ins Haus. Er schlug mir auf den Kopf. Ich hole Dr. Scholz. Versuch dich nicht zu bewegen, Papa. Magdalene, es ist nicht sicher. Wer auch immer mich angegriffen hat. Die Wunde ist zu tief. Dass ich sie alleine versorgen könnte. Wir brauchen Dr. Scholz. Ich kann dich nicht durch die Stadt tragen, Papa. Es dauert nicht lange, das schwöre ich. Bitte halte es einfach durch. Ja, halt durch. Halt durch. Wir haben Schleichen geskillt. Das schaffen wir. Ich komme gleich wieder, versprochen. Einen kurzen Moment. Los, schnell. Halt durch. Halt durch. Verdammt, was machen wir denn da? Wie lange laufen wir denn? Was? Den ganzen Morgen? Okay. Lebt noch. Er lebt noch. Es war vielleicht doch nur eine Warnung, dass er wirklich damit aufhören sollte. Wisst ihr, warum euch jemand angreifen sollte, Klaus? Aber vielleicht war das halt echt so eine Warnung, ne? Dass er damit aufhören soll. Es war. Ey, aber es ist glimpflich aufgegangen. Er scheint noch zu leben. Nein. Vielleicht hat jemand ein Buch nicht gefallen, das ich ihm verkauft habe.
Boah, ehrlich gesagt, das ist ein Scheißgrund, aber ehrlich gesagt, ey, ich glaube, es gibt Leute, die da so reagieren würden. Echt traurig manchmal. Seid ihr sicher, dass ihr keinen Schatten gesehen habt und euch den Kopf von der Druckerpresse angeschlagen habt? Kommt schon, York, ihr habt die Werkstatt gesehen, jemand hat etwas gesucht. Ein Einbrecher? In Tassing? Das ist absurd. Nun, wenn es kein Angriff war, was war es dann? Genug, es war ein absichtlicher Schlag auf den Kopf. Es sei denn, jemand von euch möchte meine Diagnose anzweifeln. Und wenn wir uns daran erinnern, ne? Der erste Mord, der allererste Mord, ne? Die Person ist an einem Schlag mit einem stumpfen Gegenstand, ich glaube auch auf dem Kopf gestorben, ne? Ha. Ha. Interesting. Und keiner zweifelt an den Arzt. Ah, schade. Wäre Florian noch da, unser guter Freund, dem hätte ich mehr vertraut als dem Urteil von diesem Arzt. Ehrlich gesagt, Klaus, ich bin überrascht, dass der Schlag euch nicht getötet habt. Ihr habt einen harten Schädel. Ja, vielleicht wollte die Person wieder ihn töten und dachte, hat es wieder geschafft. Guckt euch mal den Blick an, ne? Von Thomas. Er sieht so aus, als hätte er gedacht, ne? Er sieht so aus, als hätte er gedacht. Und, ne, ich erinnere mich jetzt so ein bisschen an die Worte, ne? York ist weich geworden mit dem Alter, er ist schwächer geworden. Aber, also, York, ne, guckt euch seine Statur an. Also, ich glaube nicht, dass er in dem Kostüm drin gesteckt hätte. Das hätte man erkannt. Die beiden passen eher zusammen. Für ihn hatten wir nie so wirklich das Motiv. Er war uns auch nie sympathisch. Ein bisschen im Verdacht sollten wir ihn auf jeden Fall haben. Aber gleichzeitig hat er auch ein relativ gutes Alibi, weil im Endeffekt, ne, so von wegen, wir sind ja dann zu ihm geeilt und haben ihn geholt und er hat ihn ja jetzt scheinbar versorgt und am Leben gelassen. Das ist, glaube ich, schon nicht. Das schützt ihn schon ein bisschen. Es ist eine schwere Verletzung, Magdalene. Ihr müsst helfen und euch um euren Vater kümmern. Natürlich, was auch immer erforderlich ist. Gut. Natürlich muss das Wandbild jetzt abgesagt werden. Klaus, ihr müsst unbedingt im Bett bleiben. Ja, so kriegen unsere Kontrahenten doch noch das, was sie wollen, ne? Aber vielleicht können wir das malen. Oder er, ne? Auch er ist ja, glaube ich, hoffentlich noch ein bisschen Künstler. Nein, nein. Es muss angefertigt werden. Es ist zu wichtig. Gebt mir einfach etwas Zeit zum Ausruhen. Ich werde einen Weg finden. Das erinnert mich an mich. So. Wenn ich nicht klettern will, kann. So, ich so, oh, ich will aber. Ah. Ich glaube nicht, dass wir das gesamte Projekt abbrechen müssen. Können wir nicht einfach ein wenig warten? Klaus, eure Gesundheit geht vor. Wir konnten uns sowieso nicht einmal auf das Motiv des Wandbilds einigen. In der Tat, vielleicht wäre es am besten, die Idee ganz aufzugeben. Mit Verlaub, Vater Thomas, ihr seid kein Ratsmitglied. Ja, ich äußere nur meine Meinung. Ich kann das Wandbild malen. Ja. Nice. Was, Max? Hör auf zu scherzen. Nun, ich weiß, dass eurem Vater ihr helfen wollt, aber seid ihr für so eine Aufgabe nicht etwas zu jung? Ich habe gemalt, bevor ich laufen konnte. Glaubt nicht, dass ich gut genug bin? Gutes Argument. Ich bin alt genug, um die Druckerei allein zu betreiben und Papa vertraut mir die Illustrierung der Bücher an. Reicht das nicht? Auch ein guter Argument. Ich bin älter als Ötz und der sitzt im Stadtrat und er macht überhaupt nichts. Boah. Das will ich jetzt nicht sagen. Ich nehme die Option. Weil das, also auch das Argument ist gut, aber ich finde, das ist so autoritärer. Das Malen eines so großen und komplizierten Wandgemäldes erfordert ein erhebliches Maß an Geschick und Fachwissen. Und deshalb haben wir die Aufgabe eurem Vater übertragen. Er hat schon immer Kunst gemacht. Ich stimme Pauls zu.
Klaus bräuchte häusliche Pflege. Das ist eure Aufgabe, Magdalene, nicht das Wandbild. Was soll das denn heißen? Nun, seid ihr sicher, dass ihr dazu in der Lage seid? Ich meine rein körperlich. Es ist anstrengend. Ihr stündet auf dem Gerüst und könntet fallen. Oh. Fallen ist nicht so angenehm, spreche ich aus Erfahrung. Mir hat's ja die Rippe ordentlich angestaucht. Eieiei. Was sollte irgendeiner von euch darüber wissen, ja? Aber, ne? Alte Männer wissen immer besser Bescheid. Kennen wir. Hört ihr mir nicht zu? Ich mache diese Arbeit schon seit Jahren. Ah, ich sehe schon, wohin das führt. Vermutlich sollte es mich nicht überraschen. Ja. Das ist eigentlich, finde ich, die wortgewandteste Antwort, aber das wird sie nicht überzeugen. Ja. Ich weiß, worauf es ankommt. Papa weiß, worauf es ankommt. Ihr auch? Ich kann das, Papa. Ja, setz dich durch. Wenn ihr Magdalene das Wandbild nicht anvertraut, könnt ihr alle zur Hölle gehen. Nice, Papa, so gehört sich das. Klaus! Wenn ihr nicht vertraut, vertraut ihr auch mir nicht. Ich werde nie wieder für diesen Rat arbeiten. Na gut, ich sag, sie soll's machen. Es sieht nicht so aus, als hätten wir eine große Wahl. Na schön. Also gut, Magdalene, dürft es machen. Aber ihr müsst dennoch alle eure Schritte mit uns besprechen, in Ordnung? Natürlich. Wir werden natürlich Papas Ideen berücksichtigen, aber das sagen wir eh nicht. Danke, Magdalene. Durchaus, Klaus. Ich werde mein Bestes geben, Jörg. Oh oh. Na, Spiel? Puh. Ich hatte gerade einen Moment Sorgen. Magdalene, auf ein Wort. Das ist. Herr Vater ist im Moment bei klarem Verstand, aber seine Verletzung ist schwer. Sein derzeitiges Verhalten ist irreführend. Ich weiß, dass die Verletzung schwerwiegend ist, Werner. Ich habe das viele Blut gesehen. Magdalene, sein Gehirn ist geschädigt. Ihnen bleibt vielleicht noch ein paar Wochen, höchstens einige Monate. Das macht ihn irgendwie noch verdächtiger, ne? Aber er wird nicht überleben. Nein, es muss etwas geben, das ihr tun könnt, wenn wir ihn nicht zu einem Chirurgen bringen. Das ist eine gute Idee. Er darf nicht in diesem Zustand bewegt werden. Oh, ich bin absoluter Laie, was sowas angeht. Es gibt ja oft diese Regel, dass er nicht bewegt werden darf. Ich weiß nicht, ob das auch für Kopfverletzungen gilt. Eigentlich sollte er sich überhaupt nicht bewegen. Und selbst wenn, glaube ich nicht, dass einmal die besten italienischen Chirurgen wüssten, was sie bei einem solchen Trauma tun sollen. Also wird er einfach sterben, wir müssen was tun. Ich kann gar nichts tun. Ihr könnt es ihm bequem machen, die gemeinsame Zeit genießen, die euch noch bleibt. Aber lange dauert es nicht mehr. Wir finden einen Weg. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Wir sind schließlich eine Erfinderin. Das kriegen wir irgendwie hin. Ich weiß zwar noch nicht wie, es vergeht aber einiges an Zeit. Der Angriff. Papa muss das fertige Bandfeld noch sehen können. Aber ich weiß nicht, wie viel Zeit er noch hat. Er hat gesagt, es könnten ein paar Monate sein, oder? Gott schütze ihn. Ich mache da weiter, wo Papa aufgehört hat. Er wollte die Geschichte von Tassig malen, von den Anfang bis zur Revolte. Ich beginne mit dem frühesten Teil der Geschichte von Tassig. Den heidnischen Stämmen und den Römern. Oh, krass. Wir werden sogar so eine richtige Historie anzeichnen. Wie cool. Dann kommt die Gründung der Abtei und die Heiligen von Tassing. Und dann brauche ich noch einen Ansatz für unsere jüngste Geschichte. Die Darstellung der Revolte ist wichtig für Papa. Die Menschen in Tassing kennen vielleicht einen Teil der Geschichte ihrer Stadt, aber nicht alles. Papa hat gesagt, die Bibliothek in Kirsau habe diese Aufzeichnung. Er wollte der letzten Priorin schreiben und nach weiteren Informationen fragen. Boah, ich hoffe, die Nonnen hatten auch ein paar gute Schriftstücke. Und ich hoffe, wir konnten ein bisschen was retten in dem Moment. Sollt ihr sofort schreiben, wenn ich schon darüber nachdenke. Boah, Leute, sollen wir jetzt sofort schreiben?
Ich habe ein bisschen Angst, dass das die Times gibt, aber gleichzeitig ist das wirklich eine Priorität, ne? Ich würde auch sagen, ne, der Brief sollte so schnell wie möglich losgeschickt werden. Also, wo fange ich an? Papa erzählt die letzte Priorität für Kiersau, etwas über die alte Geschichte von Tuffing wusste. Ja, sie war auf jeden Fall auch ja, Büchereifrau, ne? Also, sie auf sie ist Vertrauen, ne? Sagte, sie sei Äbtistin des Klosters in Bologna geworden. Mutter Illuminata. Ja, in Santa Margherita. Sollte ihr schreiben. Mutter Illuminata, Äbtistin von Santa Magdalena, Vorwärtsbehörderin der Abtei Kiersau, ehemalige Bibliothekarin in der Abtei. Ich weiß nicht. Ich glaube, wir sollten in dem Zeitalter so formal bleiben, wie geht. Und dann würde ich den höchsten Rang bevorzugen. Aber, nein, das wollte ich nicht. Oh, es liegt scheinbar übrigens in Genua. Das soll ziemlich schön da sein. Ich war da noch nie, aber sehr viel Gutes. Mein Name ist Magdalene Druckerin. Ich glaube nicht, dass wir uns hier begegnet sind, da ich noch sehr jung war, als ihr Kiersau verlassen habt. Ich bin die Tochter von Klaus Drucker, Magdalene. Wir sind Drucker aus Tassing. Wir nehmen die erste Antwort, das klingt persönlich, ja. Und ich glaube, Illuminata war ja auch die, die eh so ein bisschen auch für so Emanzipation gesprochen hat. Ihr kanntet meinen Vater. Er kaufte viele Bücher aus der Bibliothek, bevor dieses schreckliche Feuer alles zerstört hat. Ich schreibe euch, weil mein Vater und ich ein Wattbild in Tassing anfertigen. Es wird die Geschichte unserer Gemeinde und auch von Kiersau erzählen. Wir haben nur noch Legenden und Folklore, da natürlich alle Bücher von Kiersau im Feuer zerstört wurden. Nein, nicht alle! Ich hoffe, Andreas konnte ein bisschen was retten, was dann am Ende vielleicht Illuminata mitgenommen hat. Bitte, das wäre so gut. Da wäre unser Tod nicht umsonst gewesen. Ich hatte gehofft, ihr könntet uns etwas über die frühe Geschichte der Stadt erzählen, als die Römer hier waren. Wenn ihr etwas über die Anfänge der Abtei selbst wisst, würden wir das auch sehr gerne hören. Wir würden uns über jede Hilfe freuen, die ihr uns gewähren könnt, und hoffen, dass es euch gut geht. Mein Vater hat immer in den höchsten Tönen von euch gesprochen, besonders davon, wie ihr euch nach dem Brand um die Schwestern gekümmert habt. Boah, das wissen wir auch, Schwester Illuminata hat ja auch das Essen für die Brüder organisiert. Ich glaube, dass sie das gut kann und dass ihr das wichtig ist. Das ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Mein Vater hat immer in den höchsten Tönen von euch gesprochen, besonders davon, weil ihr euch um die Bibliothek und ihre Bücher gekümmert habt. Auch das hat sie herausragend gemacht. Mein Vater hat immer den höchsten von eurer Frömmigkeit und eurem Intellekt. Sie war sehr intelligent. Ich weiß gar nicht, ob sie die Frömmigkeit so gut fand. Dürfte ich euch eine persönliche Frage stellen? War es schwer, nach so vielen Jahren hier nach Italien zurückzukehren? Welche Antwort nehmen wir da am besten? Was sagt ihr? Ich finde die letzte Antwort insofern interessant. Sie ist ein bisschen weniger formell und sie spielt nicht auf das an, wie was für eine lobpreisende Person es war. Aber es ist halt so ein bisschen eher so diese persönliche, so ein bisschen, ja, wieder ein bisschen vielleicht auch das Emanzipatorische, ne? Die Welt zu erkunden. Wie ist die Welt außerhalb des Klosters, außerhalb von Tassing? Aber ich würde an der Stelle sagen, dass die Menschen um uns herum wahrscheinlich das Wichtigste sind. In den meisten Fällen. Und deswegen nehmen wir die erste Antwortoption. Gott segne euch. Magdalene. Ja, ich weiß nicht so. Es war ziemlich klar, dass der Timeskip kommt. Aber ich bin... Wenn ich das Wandbild vor Weihnachten fertiggestellt möchte, sollte ich morgen mit der Planung anfangen. Ich sollte ins Bett gehen und mich so gut wie möglich ausruhen. Ich meine, ich weiß nicht, Leute, ob ich da jetzt erstmal hätte einmal durch die Stadt laufen können, um zu gucken, was so geht. Ob wir jetzt vielleicht was verpasst haben. Aber ich finde, also,
gucken, was unser Vater sagt. Magdalene, ich finde, Sachen, die dringlich sind, sollte man auch versuchen, so schnell es geht, zu erledigen. Papa, wie fühlst du dich? Kann ich dir irgendwas bringen? Nein, nein. Es geht mir gut. Mach ruhig weiter. In Ordnung, ich komme später zurück und sehe nach dir. Ich glaube nicht, dass der Mörder nochmal zurückgehen kommen wird und ihn töten wird. Ich glaube, er wird sich wahrscheinlich denken, dass die Wunde tief genug ist. Oh, wait. Können wir das Haus nicht verlassen? Können wir das Haus abends nicht verlassen? Sieht so aus, ne? Ja gut, Leute. I guess. Damit sind wir für heute durch. Ich würde sagen, das, was im Schlaf kommt. Ich bin mal gespannt, ob sie auch so lebhafte Träume hat wie Andreas. Ich glaube, die erste Nacht war ja relativ... Na gut, im Endeffekt war vielleicht auch nicht die beste Nacht zum Träumen, weil unser Vater ja angegriffen wurde. Ja, ich bin mal gespannt, ob sie auch noch lebhafte Träume haben wird. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Das Spiel hat jetzt ein bisschen das Tempo angezogen. Und ja, mal gucken, wie es weitergehen wird. Ich danke euch auf jeden Fall allen fürs Zuschauen. Freut mich, dass ihr immer alle dabei seid. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und wahrscheinlich an dieser Stelle frohe Feiertage. Genießt die Zeit mit euren Familien. Tschüss.